jetzt geht's wirklich los. Ich möchte Ihnen kurz das Kampfgericht vorstellen, was heute hier zuständig ist, vom Bund Deutscher Berufsboxer unter der Aufsicht unseres Vizepräsidenten Sport, heute der Volker Grill. In den Ring kommt rein der Ringrichter von heute, ein ganz erfahrener mit vielen hundert Kämpfen, der Vorhang Friedrich. Neben dem Volker Grill da unten sitzt der Zeitnehmer, der Adrian Laschescu. Und wie ich schon gesagt habe, ich bin eigentlich der Ringarzt, der Michael Holtmann, bin aber gerade eben umfunktioniert worden, eben auch noch zum Ringsprecher. So, dann fangen wir an mit dem ersten Kampf. Das ist ein Kampf über 6 Runden. Und ich rufe in die blaue Ecke einen jungen Mann mit 26 Jahren. Er kommt, wie man am Namen schon erkennen kann, aus Litauen, aus Kaunas. Er heißt Edvinas Publauskas. And the blue corner, please, Edvinas. Yes, this way around. Ziemlich erfahrener Boxer und er wird gefordert von quasi einem, der hier sein Heimspiel hat, weil er hier aus der Ecke kommt. Eigentlich ist er aus Afghanistan, aber er lebt schon eine ganze Weile im Bayerischen Schwaben. Und zwar ist es unser 24-jähriger Jamshid Nurislami.
Yeah.
Weiter geht's runter mit Schulterfahrt. Ja, weiter! Go ahead.
Bevor wir das Urteil verkünden, nochmal Applaus für beide Boxer und die Lara Lindner. Wir haben ein ganz enges Urteil. Der Punkt- und Ringrichter Goran Filipovic wertet den Kampf mit knappen 58 zu 57 für die rote Ecke. Wir machen in 8 Minuten weiter.